Hebelmodell waren Freunde. Die moderne Technik macht es möglich. Kurzer Standortwechsel, gleicher Interviewpartner. Jetzt sind wir bei Vollmer gelandet. Ja, bei Vollmer gibt es eine H0-Burg aus dem Mittelalter. Die sehen wir auch hinter uns. Das ist wohl das Prachtstück. Ja, auch am Stand von Vollmer herzlich willkommen, liebe Vollmer-Fans. Seit 2014 haben wir die Marke unter unserem Dach. Und wir haben alle Produkte in Auslieferung. Es geht bergauf. Wir blicken auf ein sehr schönes Jahr 2016 zurück. Auch unsere Vollmer Steinkunst kommt immer besser ins Laufen. Das heißt, sie wird von den Kunden gern gekauft, weil sie sich recht gut verarbeiten lässt und das Material etwas komplett Neues ist. Ja. Wir haben uns natürlich auch mit dem alten Vollmer Sortiment beschäftigt und haben dann ein wirkliches Schätzchen ausgegraben, das es schon so lange nicht mehr zu sehen gab. Und wir haben es natürlich noch ein bisschen erweitert mit unserer bekannten Fissmann-Haus-Innenbeleuchtung. Das heißt, so wie es jetzt hier dargestellt wird, können Sie die Burg dann, ich denke mal, ab Sommer im Handel erwerben. Jetzt wäre nämlich die nächste Frage Steinkunst und jetzt kommt auch noch das Steinmetzhaus. Ja, da liegt der Gedanke ebenfalls nahe. Was machen wir mit unserer Steinkunst? Wir wollen natürlich in der Vollmer Gebäudehistorie den nächsten Schritt machen. Ein neues Gebäude, eine Formneuheit, wenn Sie so möchten. Wir kombinieren hier erstmals vorhandene Elemente wie ein Dach aus ganz gewöhnlichem Spritzguss. Allerdings jetzt mit neuen Steinkunstelementen. Das heißt, die gesamten Wände, der Boden ist aus dem neuen Material. Dann kommt natürlich noch ein ganz kleines Highlight dazu. Sie werden dich Matthias Fiesmann, würde ich sagen, wenn wir das Steinmetzhaus so tot lassen, ist ja auch nichts. Sie haben da auch noch einen richtigen Steinmetz integriert. Da sind wieder mal unsere Ingenieure am Werk gewesen. Die haben sich überlegt, wenn wir schon ein Steinmetzhaus machen, was passt gut dazu? Natürlich der Steinmetz selbst. Und wir hatten dann die Möglichkeit, mit kleinen 3D gedruckten Figuren Büsten herzustellen. Und die Figur von Fiesmann, der Steinmetz, bewegt sich natürlich und imitiert das Klopfen. Das sozusagen, Bearbeiten der Büsten. Sozusagen das Bearbeiten, also ein kleines, klitzekleines Highlight. Ja, als Pkw-Fahrer kennt man das immer, man sucht immer Parkplätze, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Bei Vollmer sind wir fündig geworden, es gibt Parkplätze. Ja, wir haben im vorletzten Jahr die Kopfsteinpflasterstraßen rausgebracht, im letzten Jahr die Asphaltstraßen. Wir ergänzen diese Straßen jetzt halt eben logischerweise um Seitenränder, Parkbuchten, all das, was man benötigt, um eine realistische Stadtszene nachzubauen, indem man einfach neben die vorhandenen Straßen dann jetzt den fertigen Bordstein mit Parkbucht integrieren kann. Der Abstand zwischen Haus und Straße im Durchschnitt 3 bis 5 Meter ist somit auch sinnvoll und schön ausgefüllt. Sie haben hier die Möglichkeit, das mit Gras zu begrünen. Sie können dort Bäume platzieren. Also es ist wirklich ein Hingucker. So, lieber Matthias Fiesmann, das waren jetzt im Schnelldurchgang die 3 Neuheiten von Vollmer. Und jetzt macht es die moderne Technik wieder möglich. Wir wechseln mal ganz schnell zu Kiepling. Sehr gerne.